die EU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Sie von der Tribüne oder vom Fernsehen dieser Debatte beiwohnen. Wir haben diese Initiative für den Gartenbau deshalb ergriffen, weil es wichtig ist, einen, wie ich finde, innovativen und einen klein- und mittelständisch strukturierten Wirtschaftszweig hier in Deutschland zu stärken und ihn weiterhin auch zukunftsfest zu machen. Und manch einer reibt sich dann die Augen und sagt, der Gartenbau im Deutschen Bundestag. Und man reibt sich noch mehr die Augen, wenn man dann mit den Hard Facts konfrontiert wird des Gartenbaus. Denn insgesamt, der Gartenbau hat eine Bruttowertschöpfung bei uns im Land von etwa 20 Milliarden Euro. Er macht einen Umsatz von etwa 78 Milliarden Euro. Rund 700.000 Menschen arbeiten in dieser Wertschöpfungskette. Und der Gartenbau in Deutschland stellt rund 13.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung und ist damit einer der größten Ausbilder auch in unserer Branche. Sie sehen also, der Gartenbau verdient unsere volle Unterstützung. Gartenbaubetriebe bereichern unser Leben. Ich glaube, dass diese Erfahrung hat jeder sicherlich auch schon ganz persönlich gemacht. Und er weiß auch, das Thema Ernährung ist im Moment ja in aller Munde. Wir haben ja auch in dieser Woche Debatten zu diesem Thema gehabt. Und wenn Sie morgen, auch meine Kolleginnen und Kollegen, ich selber einkaufen gehen, dann erfahren Sie auch wieder, welche tollen und innovativen Produkte unser Gartenbau hervorbringt, beispielsweise Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt oder in den Geschäften. Und so gehören gartenbauliche Betriebe, wie ich finde, mit ihren Erzeugnissen auch zu unserem Alltag. Aber es gibt nicht nur Obst und Gemüse vom Gartenbau, sondern der Gartenbau ist viel mehr. Es gibt neben Essbarem, neben viel Gesunden, das produziert wird, Zierpflanzen, es gibt den Friedhofsbereich, ein sehr großer Bereich, und Einzelhandelsgärtnereien sowie den Garten- und Landschaftsbau, kurz Galabau. Als Arbeitgeber spielt der Gartenbau eine wichtige Rolle in unserem Land, das habe ich gerade, glaube ich, gerade deutlich gemacht, und vor allen Dingen natürlich auch in den ländlichen Regionen unseres Landes. Aber nicht nur dort, denn er leistet auch Großartiges im Bereich der Integration. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und dort gibt es beispielsweise ein sehr großes Integrationsprojekt, von dem gerade junge Menschen sehr profitieren. Und nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die Betriebe, da natürlich hier Fachkräfte entsprechend für den Gartenbau und Landschaftsbau entsprechend ausgebildet werden. Neben den Integrationsmöglichkeiten oder dieser Projekte findet auch eine alltägliche Integration statt, zum Beispiel in den vielen Kleingartenanlagen, die wir haben. Also auch der städtische Raum ist natürlich hier betroffen. Und ich möchte da auch ein großes Lob und ein großes Dankeschön sagen an die vielen Kleingärtner, die wir uns im Land haben. Denn sie tragen damit dazu bei, mit Urban Gardening, mit Urban Farming, mit ihren Kleingärten, die sie haben, viel Grün in unsere Städte zu bringen, viel Grün in unser Land zu bringen und damit auch für Lebensqualität in unseren Städten entsprechend zu sorgen. Sie steigern damit die Attraktivität unserer urbanen Räume. Und nicht nur das, sie verbessern auch das Stadtklima, nämlich das Stadtgrün ist auch eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Stadtklima, das wir in diesen Städten haben müssen. Natürlich gibt es auch viele Herausforderungen an den Gartenbau, zum Beispiel die gestiegenen Anforderungen an die Energieeffizienz. Und dabei stehen natürlich vor allen Dingen die ressourcenschonende Produktion im Vordergrund. Und wir können an dieser Stelle, das darf ich auch ganz persönlich sagen, es nur begrüßen, dass insbesondere zusätzliche Gelder für Förderung von Energieberatung und energiesparenden Investitionen für den Gartenlandschaftsbau hier bei uns vorgesehen sind im Haushalt. Somit unterstützt der Bund die schnelle Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Und deshalb hier an dieser Stelle ein großes Lob an unseren Bundesminister Christian Schmidt. Ich denke, stellvertretend wird der Staatssekretär Peter Bläser das sicherlich auch entsprechend weiterleiten. Wir haben viele Aufgaben natürlich, die wir gemeinsam mit der Bundesregierung lösen müssen, auch in Richtung europäischer Ebene. Dazu zählt eine weitere Angleichung wettbewerbsrelevanter Regelungen, genauso wie auch der europäische Patent- und Sortenschutz. Auf europäischer Ebene fordern wir deshalb auch die Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass Erzeugnisse aus konventioneller Zucht und alle herkömmlichen biologischen Zuchtverfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Im Bereich der Absatzförderung sind die Stellung und Förderfähigkeit aller Produkte des Gartenbaus zu verbessern und Selbstvermarkter, ich glaube, da sind wir uns einig, auch stärker zu unterstützen. Letztendlich geht es ja darum, dass auch unsere leistungsfähige
Gartenwirtschaft, Gartenbauwirtschaft einen leichteren Zugang zu den Märkten, gerade in Drittstaaten auch bekommt. Das heißt, wir müssen hier die Zahl der nicht-tarifären Handelshemmnisse weiter reduzieren. Wichtig scheint mir, und es hat einen großen Kongress des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gegeben im Jahre 2013, dass wir diese Ergebnisse, die wir dort erreicht haben und erzielt haben, dass wir die entsprechend auch weiter umsetzen. A, im Bereich der Energieeffizienz, zum Beispiel was die Torfreduktion in Substraten angeht, in der Züchtungsforschung und gerade auch im Bereich der Erforschung neuer Gefahren durch Krankheiten und Schädlinge, so Gefahren der Bodenmüdigkeit. Und deshalb haben wir gerade diesem Kapitel der Forschung auch ein großes Kapitel gewidmet in unserem gemeinsamen Antrag, den wir hier mit der SPD zusammen formuliert haben. Kontraproduktiv ist, wie ich finde, das darf an der Stelle vielleicht auch erwähnt werden, aber ich hoffe, dass wir da auch noch eine gemeinsame Lösung finden, ist die existenzielle Frage des Leibniz-Institutes für Gemüse- und Zierpflanzenbau am Standort Erfurt. Dort gibt es massive Probleme und wir haben uns ja bereits verabredet, auch im November zu einem gemeinsamen Gespräch. Und ich hoffe, dass wir da eine Lösung finden. Die Schließung dieses Institutes, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch parteiübergreifend einig, wäre, glaube ich, ein großer Verlust, nicht nur für die Branche, sondern auch für unsere politischen Ziele, die wir hier haben. Es gibt auch im Bereich Grün in der Stadt viele Fragen, die einer wissenschaftlichen Klärung bedürfen. Auch hier, wie gesagt, glauben wir, weitere fördern zu müssen. Wir brauchen ein eigenständiges Förderprogramm Stadtgrün. Grünentwicklung, gerade quartierbezogen in den Städten, ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns entsprechend widmen müssen. Und gerade diejenigen, die aus Städten kommen, wissen, dass häufig dieser Grünbereich insbesondere ein Bereich ist, der oft stark vernachlässigt wird aus Kostengründen, weil es vielen Kommunen wirtschaftlich natürlich nicht so gut geht. Und ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir gemeinsame Anstrengungen, weil gerade das Grün auch in der Stadt, wie gesagt, den lebenswerten Lebensraum auch für die Menschen ausmacht. Ich finde abschließend und zusammenfassend, diesen Antrag, den wir formuliert haben, hat sich der Gartenbau in Deutschland redlich verdient. Er ist ein innovativer Wirtschaftszweig. Ich hoffe auch, dass wir über Parteigrenzen hinweg diesen Antrag tatsächlich verabschieden können. Ich glaube, er ist ein gutes Zeichen für unseren Gartenbau. Und die ersten Stellungnahmen, die ich dazu auch schon gehört habe, sind hier auch sehr, sehr positiv. Also insofern freue ich mich auf die Beratung, die wir im Ausschuss haben werden und hoffe, wie gesagt, dass wir den gemeinsam dann, wie gesagt, auch verabschieden können und dem Gartenbau hier gemeinsam eine gute Zukunft bieten können. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke.